Guten Morgen! Heute möchte ich Euch einmal anhand von Chronometer zeigen, dass Rohkost in allererster Linie eine High Carb Ernährung ist und auch dass die Nährstoffe komplett gedeckt werden können und das genauso einfach und problemlos wie bei einer veganen Kochkost. Sogar noch effektiver, da viele hitzeempfindliche Vitamine ja gar nicht zerstört werden. Die Rohkost sorgt zudem für eine erhöhte Darmgesundheit. Das bedeutet, schon für gesund lebende vegane Kochköstler sind die Nährwertempfehlungen meistens weit über dem tatsächlichen Bedarf, für Rohköstler aber eben umso mehr. Ich hatte mal ein Video gemacht, wie diese Nährwertempfehlungen eigentlich zustande kommen, von der DGE, von der WHO. Das Video dazu, das findet ihr oben in den Infokarten. Und selbst da werden schon 2 Standardabweichungen zum Mittel der Gesellschaft draufgeschlagen. Das bedeutet, für das Mittel der Gesellschaft, welches mit Sicherheit nicht gesundheitsbewusst und entsprechend auch vegan ist, sind diese Nährwerte schon viel zu hoch und für den Veganer oder sogar den Rohköstler eben noch mehr. Mit der Rohkost kann man aber trotzdem wunderbar aktuelle Gesundheitsempfehlungen, die auf die Mitte der Gesellschaft bezogen sind, trotzdem auf einfachste Weise einhalten. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, Rohkost sei viel zu fettig und sowieso suboptimal. Ja, genau wie man vegane Kochkost ungesund gestalten kann, kann man dies natürlich auch mit der Rohkost. Auch bei der Rohkost gilt das, was für alle Ernährungsformen gilt. Wenn man unbewusst einfach mal nach schneller Energie und ohne Information und ja auch sinnlos reinstopft, dann lebt man ungesund und dann ist auch Rohkost ungesund. Aber Rohkost ist aufgrund der Tatsache, dass die Nahrung unbeschädigt ist, also komplett natürlich, eben das, was nicht nur wissenschaftlich nachvollziehbar, sondern auch intuitiv sich am gesündesten anfühlt. Das Problem dabei ist unsere Konditionierung, unser erlerntes Essverhalten, die uns Rohkost als sehr ungewohnt und damit unbequem erscheinen lässt. De facto ist sie die einfachste Kost, aber wir müssen die Einfachheit auch erstmal wieder lernen. Du brauchst keinen Mixer, du brauchst kein Kochgerät, kein Dörrgerät und generell überhaupt keine Technik. Aber auch in der Rohkost suchen die Menschen nach Bequemlichkeit und nach konditionierter Wohlfühlatmosphäre und das geht mir genauso wie allen anderen auch. Erst gestern habe ich roh veganes Gyros gemacht und war begeistert, dass ich eben diesen Gyros Geschmack halt auch als Rohköstler bedienen kann. Doch nun mal zu den knallharten Fakten. Hier habe ich einfach mal ganz simpel für jeden zugängliche Zutaten der normalen Rohkost aufgeschrieben und in den Mengen, dass man für den Tag betrachtet eine realistische Energiezufuhr unterstellt. Das ist jetzt nicht ein konkreter Tag, da kommen wir nachher noch dazu, sondern einfach mal wirklich bloß quasi runtergeschrieben, was ich so hauptsächlich esse in entsprechenden Mengen auch. Aufgrund der Halbwertszeiten der Vitamine und der Mineralstoffe in unserem Körper müssen wir ja nicht jeden Tag immer überall unsere Nährstoffe decken, überall zu 100%, sondern über die Zeit verteilt, zum Beispiel über die Woche verteilt, müssen wir genug zu uns nehmen. Und und da hilft es, bevor wir uns mal meinen gestrigen Tag konkret anschauen, einfach ein Gefühl für die Rohkost und deren Nährwerte zu bekommen. Also fangen wir an. Da hätten wir die 3 Grundgemüse eines ganz normalen Salats jetzt. Tomaten, Gurken und Paprika. Dazu habe ich Leinsamen mit reingenommen, die aufgrund des hohen Omega-3 Gehalts die Samen Nummer 1 in der Rohkost sein sollten. Dann natürlich auch Bananen, was so auch mein Hauptobst ist, und mein Lieblingsgemüse, den Grünkohl natürlich, der auch immer in den Smoothies vorhanden ist. Ja, und dann noch eingeweichten Hafer und eingeweichten Wildreis als Sättigungsbeilage. Und ja, was wie in der veganen Kochkost, so Reis und Kartoffeln ist quasi synonym. Und dann eben noch die gekeimten Kichererbsen als hochwertiger Proteinlieferant und auch als Snack. Also erstmal nichts Spektakuläres und auch in den Mengen, wie man sie in der Rohkost normal verzehrt.
Ihr seht selber, Kalorientechnik ist das, wäre das jetzt immer noch zu wenig, aber es ist auch kein konkreter Tag, nur mal so ein Gefühl. Zum Beispiel sind 100 Gramm Wildreis oder Nackthafer ja recht defensiv angesetzt. Also ich wollte einfach mal nur ein paar Basiszutaten der Rohkost aufschreiben und ja, dann schauen wir mal, wenn wir jetzt runterscrollen, da sehen wir die Werte. Also wir haben noch nicht mal unsere 2000 oder 2500 Kalorien, die wahrscheinlich für die meisten Menschen so den Energiebedarf decken, erreicht und sehen, dass wir alle Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren gedeckt haben. Das einzige ist jetzt noch Natrium, aber Salz und Sojasauce lösen dieses Problem zuverlässig. Und schaut man mal auf die Verteilung. 350 Gramm Kohlenhydrate, 30 Gramm Fett und 85 Gramm Protein. Eine High Carb Ernährung mit ausreichend Protein. Dazu ist die Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis 1:1. So, und das jetzt wirklich nur einfach mal so ein paar Basics aufgezählt. Da ist kein Superfood dabei oder Proteinpulver oder womit man sein Nährstoffdefizit rohköstlich noch weiter bekämpfen könnte. Das ist einfach nur ein paar Gemüsesorten, Bananen, Leinsamen und Sättigungsbeilagen. Wenn man jetzt einen Tag das tatsächlich als Grundlage nimmt, da kann man auch als Gurke, Tomate und Paprika mit Leinsamen, Salz und Pfeffer einen wunderbaren Salat machen, dann nimmt man den Grünkohl und fügt ein paar Bananen und noch Orangen und Himbeeren dazu oder was weiß ich noch, was noch gar nicht drin ist in den Nährwerten, und hat dann einen Smoothie und dann isst man noch 2-3 Bananen eventuell mit ein paar Datteln oder sowas noch dazu und hat man einen ganz normalen Rohkosttag. High Carb. Alle Nährstoffe an diesen einen Tag sogar gedeckt, ne? Teilweise bis zu 2500%. Und perfektes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis, perfektes Kalium zu Natrium Verhältnis. Einfach perfekt. Und warum? Weil Rohkost einfach perfekt ist. Es ist einfach und es ist natürlich. Nüsse und Öle sind nicht die Basis einer Rohkost. Das ist für den Genuss zuständig. Genauso wie der Veganer seine Fleischfertiggerichte zum Genuss benutzt, der Kochköster. Im Gemüse und in den Samen der Pflanzen ist genug Fett enthalten. Gestern habe ich mal in der Tat wirklich einen Tag komplett auch mal aufgeschrieben und den möchte ich Euch jetzt zeigen. Früher habe ich einen Smoothie getrunken, dann habe ich Bananen und Blaubeeren über den Tag verteilt gegessen und abends habe ich mir einen Salat gemacht. Und ja, was dabei rausgekommen ist, war auch wieder ein absolut perfekter Tag. Also wirklich ein absolut perfekter Tag. Die Werte müssen realistisch eigentlich bei 60-80% sein. Und hier ist im Endeffekt alles wieder bei Vitamin E ist jetzt 60%. Aber wenn man dann Tag vorher 200% gegessen hat, dann ist auch wieder gut, ne? Zusätzlich sorgt ja noch die erhöhte Darmresorption eines gesunden Darms, den die Rohköstler im Schnitt ja haben, für eine noch höhere Aufnahme von Nährstoffen. Schauen wir uns mal die Makronährstoffverteilung an. 430 Gramm Kohlenhydrate, 35 Gramm Fett und 86 Gramm Protein. Perfekt. Omega-3 zu Omega-6 1:2. Perfekt. Kalium zu Natrium 12:1. Perfekt. Rohkost ist einfach und perfekt. Weil man eben die Dinge nimmt wie sie sind. Und Gemüse und Obst haben meist viele Kohlenhydrate, wenig Fett und ausreichend Protein. Daher ist auch die High Carb Ernährung, egal ob in der Rohkost, in der veganen Kochkost oder in welcher Ernährungsform auch immer, klar die beste, weil eben die natürlichen Lebensmittel genau diese Verteilung haben. Nochmal, Rohkost ist eine durchaus anspruchsvolle Umgewöhnung. Aber nicht, weil man schauen muss, wie man auf seine Nährstoffe kommt oder High Carb erreicht, sondern weil man konditionierte Bequemlichkeiten ablegen muss. Geistig ist das Problem, die Genusssucht abzulegen und die Dinge natürlich anzunehmen, wie sie sind und nicht nach Maßlosigkeit zu streben. Bescheidenheit und Demut, egal in welcher Lebenslage, sind immer angebracht und natürlich. Ja, es ist nicht einfach und ja, es schafft nicht jeder, aber deswegen sollte man trotzdem deren Wert anerkennen und damit auch die Rohkost als solche. Die Rohkost ist eine unverfälschte, bescheidene und natürliche Art sich zu ernähren und je nach Grad wie man bereit ist auf seine Bequemlichkeit zu verzichten, kann man den Grad der Rohkost erhöhen. Es ist natürlich nicht notwendig 100% rohköstlich zu essen, genauso wie es natürlich nicht notwendig ist 100% vegan zu leben. Es macht es lediglich einfacher, eine natürliche und gesunde Ernährung mit denen auch damit zusammenhängenden Wohlbefinden zu erreichen, geistig wie körperlich.
High Carb Rohkost ist auch nicht so teuer wie die Leute immer propagieren. Bananen, Tomaten, Gurken, Paprika, Kohl, Hafer, Kichererbsen, das ist alles nichts besonders teures. Lasst Euch nicht blenden und auch Euch nicht beeinflussen von Menschen in den Medien, die gerne die maximale Gesundheit propagieren möchten mit ihrem Thema und davon nicht selten ihr Auskommen ableiten, aber einfach nicht die Kraft haben, die Rohkost umzusetzen und sie deshalb die Rohkost schlecht machen. Und warum? Weil es ein Optimum gibt, was sie aufgrund ihrer Bequemlichkeit nicht erreichen und wodurch ihre Message ihrer propagierten besten Ernährung eben an Wert verliert, weil sie das zugeben müssten. Ich weiß selber nicht, ob ich die Rohkost durchhalten werde, aber ich erkenne ihren Wert an. Sie ist mit Verzicht verbunden, ganz eindeutig. Sie ist nicht leicht, aber sie ist im Grunde nach einfach und natürlich und sorgt am besten für unsere Gesundheit. Daher werde ich auch den Anteil immer versuchen so hoch wie möglich zu halten und das auch wenn ich die Rohkost nicht in 100% schaffen sollte. Und das ist aber auch das, was ich Euch ans Herz lege, nicht dass ihr auf 100% Rohkost umsteigt, sondern dass ihr den Anteil der Rohkost so hoch als Euch möglich ist haltet. Wir Menschen sind krank, unsere Gesellschaft ist krank. Schaut Euch mal die Tiere, die von Menschen unberührten Natur leben, an, wie beseelt und natürlich die ihr Leben leben und keine Depression, Burnout oder Geldstreben kennen. Sie haben diese Krankheiten nicht, nur wir. Unser konditionierter Geist leidet unter diesen unnatürlichen Zuständen. Ich hoffe, ich konnte Euch mit diesem Video etwas Aufklärung bringen und auch Euch etwas Mut machen, den Anteil der Rohkost zu erhöhen. Wer noch nicht das Food Diary von meiner ersten Rohkostwoche gesehen hat, der kann das hier nachholen. In der zweiten Woche hatte ich so meine Problemchen, insbesondere am Montag. Aber dieses Food Diary gibt es dann wie gewohnt morgen zum Montag. Und ja, ich bleibe erstmal weiter bei der 100% Rohkost und ich hoffe ihr bleibt weiter bei mir. Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag und einen tollen Start in die neue Woche. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.